Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die Nacht gut, ja, verbracht, kann man schon sagen. Es war leise. Am Anfang hat man zwischendurch mal ein paar Kinder gehört, aber es können auch welche hier vom Stellplatz gewesen sein. Wir wurden nicht mit Stein beschmissen. Wir haben ruhig geschlafen. Der Stellplatz hier ist wirklich rappelvoll. Und wir sind jetzt einer der ersten, die wach sind und fahren jetzt auch direkt zur Wüste hin und schauen uns das Ganze mal an. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wir gucken mal, wie voll das da im Laufe des Tages wird und machen euch ein paar Aufnahmen. Also wir fahren hier gerade die Strecke zur Wüste, beziehungsweise wir sind hier ja schon drinne und wir sind da bei der Touristeninformation gestartet. Also wenn ihr vom Stellplatz aus hochfahrt, dann kommt ihr auch direkt zur Touristeninformation. Da könnt ihr auch euch noch ein paar Informationen holen. Wir waren jetzt leider zu dem Zeitpunkt da, als ja, die noch nicht auf war. Die Sonne blendet total, man sieht man sich nur halb. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Hier ist noch keiner auf der Strecke. Ab 8 Uhr darf man hier reinfahren. Es ist jetzt 7:45. Wir sind einer der ersten. Und wir schauen mal, wie das Ganze hier gleich aussieht. Aktuell ist es hier noch sehr grün, aber es soll gleich ganz sandig werden. Die Halbwüste beläuft sich auf eine Fläche von 415 Quadratkilometern und ist seit 1999 als Naturpark geschützt und wurde im Jahr 2000 von der UNESCO sogar als Biosphärenreservat erklärt. In der Halbwüste angesiedelt sind auch viele Vogelarten, wie der Wanderfalke, Zwergadler oder Gänsegeier, die sich in der Steppenlandschaft und felsigen Gegend wohlfühlen. Wir sind jetzt hier mitten in der Wüste und wenn man hier durchfährt, sieht man immer wieder so wie das, dessen Namen ich jetzt mal eben hier einblende, weil ich mir den einfach nicht merken kann. Und das sind alles Sandstein, Kalkstein und Lehmgemische. Und ihr seht das immer wieder hier, diese ganzen Berge. Es lohnt sich auch zwischendurch mal einmal anzuhalten, Fotos zu machen. Und wie gesagt, das ist hier das Wahrzeichen von der Badenas Reales. Mitten im Badenas Reales gibt es auch eine Militärbasis der spanischen Luftwaffe, die hier wohl auch Flugzeug- und Bombenabwurfstests durchführt. Diese Bereiche sind kenntlich markiert und dürfen nicht betreten werden. Und wie gefällt dir die Wüste? Also es ist Wahnsinn, wie riesig die Wüste hier ist. Also es heißt ja, es ist nur eine Halbwüste und nur ein Bruchteil so groß wie die in Tabernas. Aber wir brettern hier jetzt gerade schon... Ja, Mucki will auch raus, ne? Wir brettern hier gerade schon eine Stunde gefühlt rum und es ist kein Ende in Sicht.
Wenn ihr mit dem Wohnmobil fahren wollt, dann können wir euch vorwarnen, dass die Wege nicht asphaltiert sind und es eine ziemliche Schotterpiste ist. Das Fahrzeug wird nach der Tour durch die Halbwüste mit Sicherheit nicht sauber bleiben. Wüstenrallye mit dem Eurer ist beendet. Ab und zu habe ich teilweise ein bisschen die Augen zugekniffen, weil mir das Fahrzeug ein bisschen leid tat. Ich habe nochmal die Reifen kontrolliert, ist alles heile geblieben. Allerdings, ja, das Eurer, es hat funktioniert. Es war auch eigentlich ein guter Weg, wenig Buckel drin, aber halt komplett durchgeschottert. Und irgendwie war das Gefühl jetzt doch ein bisschen mulmig mit dem Eurer da durchzufahren. Hat aber geklappt. Hat geklappt, dass man konnte auch fahren, aber es war halt diese... Also es waren 30 Kilometer Schotterpiste. Ja, das arme Eurer. Hat er aber gut gemacht. Hier ist noch der letzte Rest von der Wüste zu sehen. Und ja, das war die Wüste hier in Spanien. Ja, und die, jetzt geht's weiter. Die Wüste, wo ich immer den Namen vergesse. Bardenas Reales. Bardenas Reales, du kannst es dir besser merken. Ist auf jeden Fall... sehenswert, wenn man hier in der Ecke ist. Man kommt auch locker mit dem Wohnmobil durch. Auf jeden Fall eine Reise wert, hier mal hinzufahren. Also man merkt jetzt, es ist jetzt 10 Uhr, es kommen auch die ersten Autos. Wir sind froh, dass wir so früh losgefahren sind. Wir waren um 8 Uhr wirklich hier auf der Strecke. Es kam weit und breit kein Auto. Und jetzt hier das letzte Stück, wo wir wieder rausgefahren sind, kommen halt die ersten Autos. Ne? Also auch normale PKWs. Wir waren gefühlt das einzige Wohnmobil, das da gefahren ist. Ein paar Vans fuhren da rum. Ich weiß nicht, wie es da jetzt aussieht, weil der Platz, wo wir standen, die Nacht, der war wirklich voll und ich vermute mal, dass viele Fahrzeuge davon auch hier auf die Strecke fahren. Ja, also 8 Uhr losfahren war schon eine perfekte Zeit. Definitiv. So, dann würde ich sagen, dann fahren wir mal weiter. Endlich mal wieder auf befestigten Untergrund. Eure ist heilig geblieben, nichts vom Dach gefallen. Hat echt gut geklappt. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier das Video. Mehr gibt es im nächsten Spanien-Video, denn wir fahren jetzt das nächste Ziel an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und macht auf jeden Fall ein Abo. Das nächste Video, das dürft ihr nicht verpassen. Das wird ein absolutes Highlight-Video. Also unbedingt den Kanal abonnieren. So ist es. Und bis zum nächsten Mal.